Willkommen zurück zu Let's Play Final Fantasy 8. Die Erklärungen der Mission sind vorbei und wir rennen spontan zurück in das Gemach von Arisa, aka die Prinzessin der Waldeule, um uns was zu holen, nämlich die Mein Hund Nummer 2 Ausgabe. Da liegt sie. Und jetzt nochmal eine ganz schnelle Erklärung, die ich vorhin schon angemerkt hatte, dass sie kommen würde. Nämlich die Erklärung zu dem Mein-Hund-Ausgaben. Wir haben uns ja vorhin schon von Xell die Erstausgabe geben lassen, die von Angel Strike erzählt, also XX Strike, aber durch das XX, da wird ja der Name vom Hund ersetzt, je nachdem wie man den Hund dann genannt hätte. Also Angel Strike. Die zweite Zeitschrift ist Angel Vita. Man muss die Zeitschriften nur einmal kurz angucken und dann kann man in ihrem Statusmenü so sich die ganzen Werte angucken, die man auch bei jedem anderen Charakter angucken kann. Man sieht ja dann halt Elemente, Zustandsveränderungen, GF und dann kommt halt von jedem Charakter das Spezial bei Arisa halt beziehungsweise Rinoa ist das halt Angel. Später kommt dann noch was weiteres dazu, nämlich Vari, die Kraft einer Hexe, aber naja. Jetzt seht ihr, Angels Sturm und Angel Kanone sind gelernt worden. Die sind weiß anwählbar und der Balken rechts ist voll. So, man kann nur die neuen Fähigkeiten, die man durch die Mein Hund Ausgaben bekommen hat, lernen, wenn man die markiert. In diesem Fall mache ich das mit Angel Strike. So, und das geht dann so vonstatten, dass während Arisa praktisch in der Gruppe ist und man herumläuft und so Zeit verstreicht, dass sich der Balken allmählich langsam füllt. Wenn der Balken voll ist, ertönt ein Signalton, den könnte man aber meiner Erfahrung halber auch überhören, deswegen sollte man alle paar Stunden mal gucken gehen, ob so was voll geworden ist. Dann braucht man einfach nur wie bei GF auch was Neues wählen und dann lernt er was Neues. Das ist aber allerdings mehr oder weniger zufällig, wann das eingesetzt wird. Man kann natürlich auch wie bei jedem anderen Charakter, wenn der in kritischem Zustand ist, halt das als Limit auswählen. Was von den erlernten Sachen dann ausgeführt wird, ist aber trotzdem noch zufällig. Trotzdem passiert das auch manchmal, dass einfach mitten im Kampf, ist zwar selten, aber es kann vorkommen, dass halt ein solcher Angel-Move ausgeführt wird. So, jetzt sprechen wir mal mit ihnen hier. Schon die Präsidentenpuppe gesehen? Noch nicht? Dann habt ihr was verpasst. Sie sieht echt genial aus. Ach ja, viel Erfolg bei eurer ersten Mission. Bereit? Okay. So, jetzt geht's los mit der Mission, die Züge voneinander abzukoppeln. Hier, Herr Nova. Ja, rennen wir einfach mal über einen fahrenden Zug. Das ist ja so realistisch. Gleich sind wir am Wachwaggon. Lasst uns rüber. Wir sollten im richtigen Augenblick springen, damit wir hier etwas Zeit sparen. Für den gesamten Vorgang haben wir genau 5 Minuten. Wir müssen jede Sekunde sparen, damit wir nichts verpassen. Viel Glück, Leute. Hui! Und bei uns ist das natürlich so, dass die Züge fast einander berühren und deswegen Weitsprung! Springen wir ins nächste Bild. Weil das ja so bitter nötig gewesen ist. Ja, normalerweise kam vorher eine Erklärung zu Geräusch- und Wärmesensoren der Wachen. Da kann man auch einfach drüber rennen, weil die Sensoren von den Wachen sowieso kaputt sind. Das ist der Präsentenwaggon. Hier ist die erste Kupplung. Wir sollten uns beeilen. Lalalala. Keine besonderen Vorkommnisse. Du sagst das jetzt zum 27. Mal. Wie oft willst du mich noch damit nerven, bis wir Timber erreichen? Aber es ist mein Job, sie zu nerven, bis wir Timber erreichen. Das ist bestimmt nicht einfach. Auch wenn mich das nicht zu interessieren hat. Tut mir leid für die Störung. Jetzt wird bestimmt mein Sold gekürzt. Wie mache ich jetzt meiner Freundin einen Heiratsantrag? Verdammt. Das hier ist die erste Kupplung. Zuerst wird diese abgetrennt.
Nach Watts Informationen stehen hier zwei Wachen. Xer und Selfie, achtet bitte auf diese beiden. Sagt uns rechtzeitig Bescheid, wenn sie kommen. Ja, verstanden, ich achte auf den linken Blauen. Dann passe ich auf den Roten auf. Der Rote steht gleich in unmittelbarer Nähe. Du solltest selbst Acht geben, wenn du L1 gedrückt hältst, kannst du nach links schauen. So, ran an die Arbeit. Weißt du noch, wie das geht? Klar weiß ich das. Wir müssen drei Codes eingeben, die Kupplungen zu trennen. Ja, ja. Man sehe da die Tasten. Viereck, Dreieck, Kreis und X. Dann eben rechts stehen die dafür zugehörigen Zahlen. Sie gibt uns einen vierstelligen Code durch, den wir dann halt in der Reihenfolge so eingeben müssen. Je nachdem, welche Taste dafür steht. Ja, wir müssen drei Codes eingeben. So, Nova, häng dich ans Seil. Na komm. Wenn du von hier zur Kontrolltrophe runtergehen willst, musst du nach unten drücken, um wieder hochzukommen. Einfach oben drücken. Das geht aber nicht, während du die Codes eingibst. Dann mal los, Nova. Wir haben noch 4 Minuten. Viel Glück, Nova. Ja, sehr gut. 4111. 4111. Code 1 akzeptiert. Zweiter Code, 1134. 1134. Und hoch. Der Blaue. Ja, den habe ich gesehen. Der Rote. Man merke, der Blaue geht immer langsam und der Rote rennt. Sobald sie vom Fenster weg sind, kann man eigentlich wieder runter. Und zwar jetzt. So. Normalerweise müssen wir das auch durch das andere Fenster sehen können, aber naja, die sind halt dumm. 3111. Zum ersten Mal in meinem ganzen Leben. Falsche Taste gedrückt. 1311. 3132. 3132. Wow, was für ein Vorführeffekt. Das erste Mal in meinem Leben, dass ich bei dieser Aufgabe einen Code falsch eingebe. Woo! Premiere! Und ihr habt's live gesehen. Blam, 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 blam. Oh mein Gott. Nein, ich werf mich hinter den Zug. Oder noch besser noch, in den Ventilator mit dem Kopf. Ja, komm, ja, ja. Blam, 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 blam. Du hast den Code falsch eingegeben. Köpf dich selbst. So, jetzt sind sie im Waggon, der von der Waldeier präpariert wurde. Er wird mich wieder beschimpfen, aber es ist mein Job. Keine besonderen Vorkommnisse. Huch, er meckert ja nicht. Und woher hat er die Zeitung? Hey, was ist? Irgendwas geschehen? Ich habe schlechte Laune, verlass den Waggon. Ja, ja, jawohl, Herr Präsident. Stehe nicht dumm herum, zurück auf deinen Posten. Jawohl. Bekomme ich wahrscheinlich gar keinen Sold. Boah, verlaufen? Hat sich die Inneneinrichtung verändert oder irre ich mich? Er ist in den Waggon der Waldolle gerannt. Oh. Verdammt, was ich jetzt meine Verlobten? Ja, konnte er ihr also praktisch doch noch einen Heiratsantrag machen, wenn es jetzt schon seine Verlobte ist und nicht mehr seine Freundin? Hier ist die zweite Kupplung. Sie wird auch getrennt. Nee, ist nicht wahr. Auch hier sind zwei Wachen. Da Xel und Selfie jetzt an der Trennung der Eule arbeiten, musst du alleine aufpassen. Ja, komm, sag's. Ja, musst du selbst aufpassen. Wenn du nach rechts schauen willst, drück R1. So, jetzt die Codes. Weißt du noch, wie das geht? Ja, ich bin ja nicht doof. Wir müssen 5 Codes eingeben, um die Kupplung zu trennen. Haha, und hier gebe ich bestimmt 3 Stück falsch ein. Dann mal los, Nova. Wir haben noch 3 Minuten. Viel Glück, Nova. Ja, ist ja gut, Mann. 3 Minuten 30 Sekunden. Entschuldigung. 3, 1, 4, 2. 3, 1, 4, 2. Und hoch. Komm hoch.
So, jetzt abwarten, bis die Flabbisse da jetzt wieder weg sind. Ja, renn mal schneller, ey. So gewinnst du nie eine Goldmedaille, so Vogel. Ja, renn. Okay, 4-3-1-3. War der Code nicht schon vorhin? Dritter Code akzeptiert. Ja, komm, gib mir noch einen Code. 4-4-4-4. Oh, den gebe ich bestimmt falsch ein. Oh, ganz knapp geschafft, ganz knapp. Schweiß von der Stirn wisch. 2-4-4-3. 2-4-4-3. Code 5 akzeptiert. Rom rennt, ihr Soldaten. Woo. Ich hab's geschafft. Was für ein Wunder. Aber Leute, der vierte Code, der war echt der Knüller, ey. Der war so schwer. Habt ihr das gesehen, wie ich das gemeistert hab? Woo. Die Schweiß- und Angstperlen standen mir auf der Stirn. Das ist schlimmer als eine Bombe entschärfen. Ja. Endlich lernen wir den Finzer kennen. Den Finzer. Alles perfekt. Wahnsinn. Ihr seid klasse. Der Seed-Level ist gestiegen. Mal sehen. Ich sammle Informationen, wie immer. Denn du hast Ward sein blaues Kopftuch geklaut. Oh. Er braucht hier unbedingt was Blaues am Körper, sonst würde er nicht bei der Waldeule aufgenommen werden, die sich alle nur in Blau kleiden. Ihr drei, sagt Bescheid, wenn ihr eure Ausrüstung überprüft habt. Wenn ihr bereit seid, wollen wir mit Präsidenten verhandeln. Verhandeln? Wir sollten lieber überprüfen, ob die GF gekoppelt sind. Spast! Yay! Und jetzt koppeln wir nochmal ganz schnell die GF. Nämlich alles auf Selfie. Woo! Bang, 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 bang. Und bang. Zwar gibt keine Erfahrungspunkte, aber egal. Eiska, das brauche ich nicht. Ja. Whee! Okay, wir machen an dieser Stelle einen Cut und wir sehen uns dann im nächsten Part wieder, wenn wir Finzer Deling bzw. seinem Double kaputt hauen. Ciao!